Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Skin Giveaway hier auf YouTube. Endlich mal wieder ein Giveaway auf YouTube. Ihr wisst ja, ich gebe jede Woche in meinen Livestreams schon Skins raus, also auch in Form von Giveaways. Aber wir haben festgestellt, wenn man viele Skins loswerden will, ist ein Stream eher kacke, weil das dauert dann einfach ewig. Man streamt dann, wie man Skins rausgibt, stinklangweilig. Nichtsdestotrotz gibt es jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr meine Livestreams, in denen es dann immer, ich sag jetzt mal, zwei Skins geben wird. Mindestens einen, wenn die Zeit reicht, aber eigentlich immer zwei. Wir fangen direkt an mit der M4A4 Royal Paladin, sehr schickes Teil, ne? Ist leider schon ein bisschen abgenutzt, also sie ist viel testet. Aber ich wurde jetzt schon oft danach gefragt, ob ich die nicht mal raushauen kann und komm, hauen wir sie halt einfach mal raus, oder? Soll aber so nein lasse? Ja, holt's euch, ihr Schnitzel. Auf dem zweiten Platz ist die M4A1S Guardian, richtig nice und so die CT-Waffe schlechthin mit diesem Diffuse-CT-Zeichen, damit jagt man die verschissenen Terroristen über die ganze Map. Die rennen vor allem davon. Gut, die ist blau, hat auch CT-mäßig auf jeden Fall viel zu bedeuten und wer blau gefällt, für den ist die Waffe eh Zuckerli oder so. Ich sag dann später, wie ihr mitmachen könnt. An der Stelle sei direkt gesagt, ihr müsst kein Abonnent sein, um hier an diesem Giveaway teilzunehmen. Ihr müsst einfach nur cool sein, okay? Cool, seht ihr das? Aber ich sag später noch, was ihr dann genau, was man da genau und hin und her. Als dritte Wumme haben wir die AWP Elite Build. Es gibt übrigens 10 Skins, falls ich es noch nicht gesagt habe. Es gibt 10 Skins hier zu gewinnen. Es wird also 10 verschiedene Gewinner geben. Richtig schön für euch, ne? Ich weiß, nice. Die AWP Elite Build. Minimal Wear, wohlgemerkt. Aber so unscharf. Ich muss, glaube ich, mal die Dinger hochstellen. So, da haben wir es doch. Jetzt sieht es doch deutlich besser aus, oder? Mensch, ich habe die Einstellung so niedrig gehabt. Aber jetzt sieht man da schon echt eine leckere Geschichte raus, oder? Nom, nom. M für Magnus, haben wir ja schon mal gesagt, ne? Oder Maximilian. Hier sind auch nochmal ein M. Da oben ist Aim drauf. Damit musst du auch aimen können. So ein bisschen. Man benutzt aber nie die Standfüße, oder? Ich hab diesen einfach nur so halt da, ne? Als nächstes haben wir die P90 Chopper. Damit rennt man durch und fackelt die Gegner einfach ab. Ist fast wie ein Flammenwerfer. Aber auch nur fast. Das ist cool hier, die Farbgebung. Das Farbenspiel. Wunderschön. Für alle, die gerne P90 spielen. Ich weiß, an der Stelle sei wieder gesagt, P90 ist wirklich eine Hell of a Gun. Schwierig zu spielen. Wirklich nur für die Profis. AK-Noobs, AWP-Noobs, Knife-Noobs haben dafür überhaupt keine Handhabe. Weil das ist halt einfach was ganz, ganz anderes. Das ist sau schwierig. Auf Platz Nummer 5 haben wir die StatTrak USPS Torque. Torque. Die bekommt ihr von mir im Minimal Wear. Ich habe euch da mal eben schon 555.555 Kills drauf gemacht. Einfach eine schicke Waffe. Sehr dynamisch, die Farben, pipapo, schwarz, grau, weiß, gelb. Ich selbst spiele die auch, also einfach nur nice, die. Als nächstes kommt die CZ75 Auto Pole Position. Die schwenkende Flagge, wenn ihr mal wieder Erster geworden seid. Damit robbt man auf jeden Fall alles kaputt. Sie ist heute in Minimal Wear erhältlich. Rufen Sie an und halten Sie diese Waffe für lau. Ich habe ja schon in meiner Top 10 CZ75 Auto Video-Version gesagt, dass mir die ziemlich gut gefällt. Das hat so ein bisschen was von Spray, finde ich. Ist da dieser rote Rand. Sieht auch ganz leicht gesprüht aus. Vielleicht lag es damals aber auch stark an meinen Einstellungen. Jetzt, wo ich alles ein bisschen höher gestellt habe, sieht es nicht so arg gesprüht aus. Aber ein bisschen schon immer noch. Hu jetzt. Nun kommt die Glock 18 Bunsenburner. Das war wieder ein Wunsch von euch, dass ich die reinhaue. Ich weiß, die Bunsenburner ist scheinbar eine sehr, sehr beliebte Waffe. Mir selbst gefällt sie eigentlich auch ganz gut. Das war, glaube ich, damals einer der ersten Skins, die ich jemals so gesehen habe, als ich mich über Skins dann irgendwann mal informiert habe. Deswegen habe ich so eine leichte Connection mit der Glock 18. Bunsenbrenner. Schönes Teil. Es ist wirklich ein schönes Teil. Also der Gewinner dieser Waffe kann sich wirklich glücklich schätzen, dass er so viel Grip hat hier. Als nächstes kommt die Tech-9 Re-Entry. Guckt euch dieses Wäffelchen an. Guckt es euch an. Mit den höher gestellten Einstellungen sieht es wirklich richtig bombig aus. Die Flammen, diese nach hinten weg, sieht schon fast wie Wasser aus. Wegsprengelte Textur. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Schade, dass es nicht weiter über die Waffe drüber geht. Dass es halt einfach nur oben am Lauf ist. Finde ich ein bisschen schade, aber hey, was soll's. Die Techs sind einfach geil. Also ich spiele extrem gerne die Tech 9. Ich hole mir die eigentlich fast jede Runde, außer in der ersten, zu meiner AK oder zu was ich auch immer spiele, dazu. Denn wenn es hart auf hart kommt und du die Pistole zücken musst, ist es immer gut, wenn du eine Tech 9 dabei hast. Tech 9. An vorletzter Stelle haben wir die P250 Whiteout mit 3 Stickerle drauf. Ich weiß, die ist schon sehr abgenutzt, aber das ist die einzige Whiteout, die ich habe. Und wir haben es ja schon oft davon gehabt, dass uns als Community weiße Waffen sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt, wo ich eine mal habe, haue ich sie natürlich direkt an euch raus, um euch glücklich zu machen. Na, ist logisch. Und nun gibt es die Bedingungen für euch, die ihr praktisch erfüllen müsst, um am Giveaway teilnehmen zu können. Und zwar hätte ich gerne dieses Mal von euch, dass ihr mir schreibt, was ihr gerne spielt. Am Anfang eures Kommentares soll Folgendes stehen. Ich spiele gerne. Und da gebt ihr dann irgendwas ein, was ihr wollt. Ich spiele gerne an meinem Schniedel. Ich spiele gerne Counter-Strike. Ich spiele gerne ohne Hose im Wasserpark oder so. Und danach könnt ihr euren Kommentar auch ausschmücken. Sowas lese ich immer gerne. Ihr wisst ja, dass ich auf jeden Kommentar antworte. Und es macht natürlich viel mehr Spaß, auf Kommentare zu antworten, die auch einen Inhalt haben. Soweit so gut. Kommen wir zur letzten Waffe. Komm, wo ist sie? Die StatTrak Negev Dazzle ist die letzte Waffe hier in unserem Repertoire. Ich weiß auch, dass ihr gerne mit Negev spielt. Wenn ihr so richtig am Dominieren seid und die Gegner ultra krass wegpimmeln wollt, so in der letzten Runde, das ganze Team Negev, alle Main Negev.
Und dann ist die noch ultra bedazzled hier, ne? Bedazzled, verschnörkelt, ihr wisst schon. Die ist wortwörtlich bedazzled, guckt euch das Teil an. Sieht fast schon aus wie eine Handtasche hier unten. Sehr, sehr merkwürdig. Im Stash Rack ist klar, für euch, Salatsoße. Soweit so gut. Ihr kennt die Catchphrase, beziehungsweise den Satz, den ihr eben schreiben und auch vervollständigen sollt. Wie gesagt, den Kommentar erweitern, gerne, gerne. Ihr müsst kein Abonnent sein. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne auf den anderen Videos auch vorbeischauen, die es auf meinem Kanal gibt. Es sind bald 2000 Videos, also ihr müsst euch nicht alle anschauen. Aber guckt gerne mal rum. Und ihr könntet auch einen Daumen nach oben geben, wenn ihr wolltet. Wenn ihr wolltet. Alle Hopkiners, ne? Man sieht sich. Ciao.